Hallo Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge City Skylines 2. Ja, seit der letzten Folge haben wir massive Stauprobleme, nachdem wir versucht haben, ein neues Fahrsystem hier einzubauen. Wir werden jetzt als erstes mal hier den Bereich ein bisschen abgrenzen noch, dass wir hier in Ruhe arbeiten können. Das macht ihm gleich auch relativ wenig aus in dem Fall. Und werden jetzt in dem Fall nochmal das Ganze ein bisschen abbauen. Ich habe da gedacht, vielleicht ist diese Art, wie sie es hier angezeigt haben, echt gut. Aber ganz ehrlich, mittlerweile habe ich eher das Gefühl, es macht mehr Probleme wie alles andere. Aber wir müssen mal anschauen, was wir dann hier machen können. Wir cutten auf jeden Fall erstmal alles weg wieder, was wir gerade hatten. Und überlegen uns dann nochmal, wie wir das am schlauesten alles regeln. So. Also. Upp, das ist das Falsche. Eine vierspurige Straße muss sein, auf jeden Fall. Dann designen wir uns halt was selber. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall mindestens hier unten mal so durch. Dann gehen wir 120 Meter vor. Oder wie weit müssen wir denn vor? Gehen wir auf 152. Das auf beiden Seiten natürlich, ne? Haben wir gesagt. So, alles aus, außer den Winkel. 152. Gut. Dann hätte ich gerne alles soweit wieder an. Eine Biegung. Gut, dann ist der schon mal angepasst. Gut. Dann perfekt, gut. Das wird die Verbindung schon mal. Eieiei, das wird jetzt relativ lustig. Oder der Verkehr kommt schon mal von A nach B. Es ist jetzt nicht die Überlegung, wie ich... Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie gut sie ist. Es ist die verrückteste Idee, die ich mir jemals im Städteplaner, in dem Städteplaner hatte. Obwohl, ich glaube, ich hatte die schon mal, ne? So, wir gehen hier wieder vom Winkel aus. Wir machen das jetzt 160 breit hier. Hier irgendwie Snap-Punkte trotzdem verwenden. Dann geben wir hier jeweils 100. In beide Richtungen. Gut. Und dann... Teil, jetzt müssen wir gucken, 81 bedeutet, wir gehen jetzt hier 81 vor, 81 rüber, dann müssten es ja fast gut und dasselbe hier, wir gehen 81 vor, dann reißen wir das in der Mitte raus. Die Idee ist relativ verrückt. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal... Das ist ja auch noch relativ... Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob ich jetzt mal eine gute Idee habe in dem Fall. Gut, jetzt
ist das sozusagen hier fertig. Dann hätte ich jeweils gerne, dass die Kreise... nach innen kleiner werden. Damit von hier bis so jeweils die Straße abgehen kann. Relativ weirder Stuff, wenn man sich das so überlegt, ne? Dann können wir den auch ganz theoretisch wieder schon so anpassen, wie es dann gehört am Ende. Damit das auch passend ausschaut. Jetzt werdet ihr noch so denken, so, hä, wie soll das am Ende Sinn ergeben? Aber lasst mich mal machen. Ich glaube, ich habe den Trick raus. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. To our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. So. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Jetzt gehen wir hier hin. This has been a local public service announcement. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Und jetzt müssen wir das immer so. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert, so, okay. Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, one final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question of priority. Wie gesagt, es muss ja eine relativ große Menge an Fahrzeugen annehmen, ne? If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. So. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. Entschuldigung, Leute. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. So, warte mal, jetzt muss ich wieder mit rumspielen. Muss ich bestimmte Punkte wieder aktivieren, damit ich das sehe. So. Wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen wieder angepasst. Aber es soll auch einigermaßen gut ausschauen am Ende, ne? So, bedeutet, wir hätten jetzt hier schon mal den Hauptkreis. Alter, was wird das für ein Ungeheuer? Dann machen wir es so, dass wir den hier alles aktivieren. Und unterirdisch nur zweispurig führen. Ich überlege, ob das gerade, was ich im Kopf habe, eine gute Idee ist. Also, ihr könnt euch mal im Kopf vorstellen, ich überlege gerade, ob wir nicht sozusagen über die Spuren, die mit reinführen. Dann hätten wir nur vier abfahrende Spuren am Ende und können halt hier sozusagen drüber gehen.
Wir probieren das jetzt einfach mal. Bedeutet, wir müssen jetzt das hier auf einspurig umschalten. Das machen wir jetzt mal als erstes. Und dann machen wir euch hier zweispurig. Zu einem gewissen Punkt immer, ne? Den Rest sollte ich vielleicht nochmal umdrehen, bevor ich hier weitermache. So. Und dann... Wir gehen auf 3. Also teilweise verstehe ich dieses System noch nicht so ganz. Machen wir es doch einfach so. So, okay. Irgendwie wird das eine sehr interessante Sache schon wieder. Gott, damit habe ich mich verbaut. Nochmal das Ganze bitte. Okay, vielleicht sollten wir hier doch noch ein Stückchen vorher drauf eingehen. So. So. Das schaut jetzt sehr verwirrend aus, ich weiß, aber es ergibt irgendwie Sinn. Also auf jeden Fall für mich. Gott, das war zu stark. So, okay. Das wird sehr... Wenn das funktioniert, ey, dann da... Ich weiß nicht, was ich dann mache, aber es wird lustig auf jeden Fall. Gut, bedeutet, als nächstes gehst du hier. Seitlich weg. Also warte mal, jetzt muss ich das hier erstmal alles einplanen, ne? Warte. So. Oh Gott. Vielleicht können wir da draußen ein bisschen was besser machen. Warte mal. Wenn ich hier irgendwie hingehe und das... So. Das Ganze drehen wir jetzt um. So. Dann müssen wir jetzt hier nochmal eine zweispurige draus machen. Jetzt tun wir die hier gleich mal auf einspurig runter angeln. Damit das Ganze so passt, wie es sein soll.
Gut. Einmal hoch hier, so zack. Nee, warte mal, du musst eher auf Höhe bleiben. Warte mal, du musst eh hier oben bleiben. Kann man bitte hier wieder irgendwie so ein bisschen... Ich bin gespannt, wie das Chaos funktionieren wird, aber schauen wir uns das mal an. Also rein theoretisch müsste es sehr, sehr simpel funktionieren. Wir müssen die ganzen Stromanschlüsse wieder bauen machen, warte mal. Und, ja, es fehlt halt jetzt wieder der Straßenanschluss für den fürs Bauernhaus, aber das kriegen wir gleich wieder hin. Kein Problem. Als nächstes machen wir das einfach so. Mein Gott, soll es halt ein bisschen. Bisschen muss es ja auch am Ende auch schon, ne? So, Strom. Dann nehmen wir jetzt am besten hier gleich den Anschluss. Wasser nehmen wir auch gleich hier den Anschluss. Gut, und dann sollte das Ganze hier schon zum Laufen beginnen. Perfekt. Perfekt. Dann schauen wir uns an, was hier passiert. Das, ja, okay, das ist gerade noch der Rest. Holy shit, okay. Aber ich denke, das löst sich gleich auf. Das wird sich... Sobald in die Bewegung geht, dann schaut das schon ganz gut aus. Es muss halt erstmal in die Bewegung kommen. Also, ja, so... Ja, so unzufrieden bin ich gar nicht damit. Ich hätte echt gedacht, das ist schlimmer, aber so schaut das gar nicht schlimm aus. So schaut das gar nicht mal so schlimm aus. Das muss nur alles in Bewegung geraten jetzt langsam. Und sobald das gescheit funktioniert, glaube ich, sind wir ganz gut dabei. Und rein theoretisch könnte ich jetzt noch dreispurig irgendwie machen und damit Abfahrt verbessern und, und. Die Sache ist halt jetzt hier gerade der Verkehr sozusagen drauf zu kriegen, aber... Der Hauptverkehr wird wenigstens nicht unterbrochen, was ja zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist in dem Fall. Die Verkehrsknotenpunkte und das Ganze steht wenigstens in dem Fall nicht. Der Rest muss ich jetzt halt noch auflösen, aber ich glaube, dann wird es halt noch ganz. Den Traffic Manager könnte ich zum Beispiel sagen, hier wird nicht mehr getauscht. Ah, das ist das Wartungsfahrzeug, was hier gerade die Straße down managt, okay. Also auf jeden Fall könntest du dann wahrscheinlich noch so ein bisschen halt sagen, hey, mach das bitte so und so und wechsel nur hier zwischen so wirklich. Aber wenn ich mir das so anschaue, sind wir hier fast schon leer wieder. Die eine Seite ist schon fast leer, jetzt ist die eine Spur fast leer geworden. Klar, das ist nicht das beste System, aber ich denke, ein ganz gutes System. So hier rumzukommen. Und es ist relativ platzsparend am Ende, ne? Okay, das ist jetzt natürlich so ein bisschen... Gibt es eine einseitige Spur auch? Es gibt eine dreispurige, aber das bringt mir jetzt gerade eher weniger was in dem Fall, ne? Fängt es jetzt deswegen an zu stauen, oder wie? Das wäre jetzt natürlich wieder eine ziemlich blöde Sache. Wenn ich dann hier... Was wäre denn... Jetzt muss ich wieder das machen. Wenn wir... anstelle sagen, wir nehmen jetzt hier... die Ecke und führen... da so die Straße drumherum. Dann hängen wir hier...
Elektrizität dran. Und Wasser in dem Fall auch. Dann wäre der Hauptverkehr schon mal nicht mehr blockiert. Und wir sind ganz gut dabei. Und ich denke, das könnte uns nicht schlecht helfen in dem Fall. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. Sind ja noch ein paar Fahrzeuge, die jetzt drauf sind, aber der Stau ist so gut wie möglich weg. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. So, ziehen wir hier noch so ein bisschen was hin. Public service announcement. That was truly surprising. Lass mal so ein bisschen die Ortschaften wachsen. You're listening to Second Moon Radio, the station of Levitated. Und wie schaut's aus? Ja. Don't touch that dial. Ja. And on to our main feature story. The commercial district is booming. Jetzt schaut's gut aus. The area is attracting more high-end stores, bringing the latest. Jetzt schaut's echt langsam gut aus. Ich glaube, Hochhäuser werden auch immer mehr mittlerweile. Hier sehe ich Verkehrsprobleme aktuell. Warum? Weil hier einfach sozusagen sich das Ganze zu den Staunen anfängt. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Gehen wir mal zurück zu unserer Ortschaft und schauen mal, wie wir die weiter erweitern können. Ich würde hier noch auf der anderen Seite ein bisschen das Ganze erweitern und hier draus sozusagen die Art Altstadt bauen. Und dann hier so schön die Straßen einfach querfeldein vernetzen anfangen. Das muss jetzt nicht elegant und profitabel sein. Das sind ja nur so kleine Ortschaften, ne? Aber es soll so ein gewisses Feeling bringen einfach, dass hier nie wirklich geplant wurde, sondern einfach nur gewachsen ist über die Zeit. Das darf alles jetzt commercial sein in dem Fall. Das hier wird alles Wohngebiet. Und dann haben wir hier auch schon wieder einfach ein kleines Gebiet, wo sich alle wohlfühlen anfangen. Dann ziehen wir das hier so rum. Gehen bis hier hoch. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. Und dann sieht das auch schon wieder ganz gut aus. Wie schaut es mit unserem Hauptverkehrsknotenpunkt wieder aus? Der staut ja schon wieder. Aber ich finde, er staut nicht so schlimm wie gedacht. Es hätte, denke ich, um einiges schlimmer sein können in dem Fall. Sache ist natürlich, alle wollen unbedingt auf die Spur hier. Oder jetzt drängeln sich natürlich alle dahin. Muss man natürlich jetzt alles mal so ein bisschen anschauen auch. Das sind alles so Sachen, die man so langsam begutachten muss, ob man da nicht was machen kann. Wie zum Beispiel in dem Fall Spuren vergrößern, um den Durchfluss ein bisschen zu erhöhen. Ob das sich was bringt, Problem ist natürlich, jetzt staut sich es am Ende wieder. Das wird halt ein bisschen den Verkehr frei machen. Und solange er rollt, denke ich, sind wir noch gut dabei. Aber er staut sich schon. Alter, das. Was habe ich getan? Alter, jetzt habe ich so viel Zeit in diese Schiff verwendet und das funktioniert trotzdem nicht. Das ist ja eine pure Katastrophe. Oh, Kreisstadt hat nur Probleme. Das gibt's doch gar nicht.
so Kreisstadt kritisiert. Ich gehe zu den Außenbezirken von Kreisstadt, also ruhig. Die Außenbezirke von Kreisstadt, die sind noch ruhig. Da ist noch nicht so viel los, da ist noch... Da ist noch alles im Lot, wisst ihr? So. Das wird auch nochmal alles Gewerbe in dem Fall hier. Mit ein paar Wohnhäusern dazwischen wieder. So. Wie gesagt, soll ja nicht schick aussehen, soll einfach funktional sein in dem Fall. Beziehungsweise, was glaube ich für eine Scheiße, soll einfach so ausschauen, als ob es gewachsen wäre und man überall so ein paar Straßen hinzugefügt hätte. Das schaut auf jeden Fall nicht geplant aus. Aber es wächst auch schön. Sachen, die ja immer wieder ganz wichtig sind, sind, dass das ausschaut, als ob es einfach so gewachsen wäre. Ich denke, das hat schon sowas. Das nimmt uns natürlich die ganzen geringe Dichteanfragen weg. Was super ist. Der Verkehr läuft hier. Hier aber überhaupt nicht mehr. Holy shit, okay. Scheint wegen dem Nadelöhr hier zu sein. Ja, ich glaube, ich muss da nochmal richtig gescheit überlegen, wie ich das Ganze echt nochmal hinkriege, weil... Aktuell schaut es nach einem Riesenproblem aus. Dieses Problem halt hier unten auch gerade wieder. Schauen wir mal, was passiert, wenn sich das so ein bisschen auflöst, aber... Dann staut halt die andere Straße wieder. Dann staut sich gleich der Tunnel hier unten durch, das sage ich euch jetzt schon. Also es geht... Ja, wir müssen gucken, ich bin mir nicht sicher, wie gut es ist. Weil jetzt haben wir hier den Stau. Da sind wir schon den ganzen Tunnel durchgestaut. Ich könnte das natürlich höchstens zu einer Autobahn machen. Oder... Andere Idee. Fünfspurige Straße. Weil der Verkehr innen rein ist ja immer größer. Und schau, wie sie da drauf reagieren. Also jetzt einfach eventuell die Ampeln ausschalten, ne? Das wäre dann wieder Ampel aus, Fußübergang weg. Und ja, das Problem ist, tun sie wieder Spur wechseln, direkt da. Am besten wäre doch, wenn sie einfach gerade ausfahren würden. Alles gut läuft, müsste der Stau gleich auch weg sein. Der Stau gleich. Oh, holy shit. Ist der Verkehr noch langsamer? Oh. Sind schon wieder Sachen, die machen einen fertig, ne? Die Frage ist jetzt zum Beispiel, löst sich das auf? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob sich das da oben auflöst. Wir sind natürlich wahrscheinlich wieder zwischen Rush Hour und hin und her, aber selbst hier staut's. Warum muss ich hier auch ein... Ja, okay. Aber Leute, ich würde sagen, das ist schon wieder eine sehr lange Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns um so unsere kleinen Orte alles Mögliche kümmern. Also, bis dann. Au!